Willkommen Leute, euer Gonzo hier mit der Dark Souls Remastered Bossliste und heute der Klaffdrache. Ich habe mir überlegt, soll ich euch zeigen, wie ihr den buffenden Zauberer fertig macht oder nicht? Und wie zeige ich euch das? Ich glaube, im Schnelldurchgang. Ihr lauft vom Leuchtfeuer erstmal raus bis zum Zombie, haut ihn um, geht nach rechts, geht den Tunnel entlang bis zu den Ratten. Von da aus geht ihr nach links, kurz den Gang entlang, Vorsicht Ratte in der Kiste, nach links, Vorsicht Ratte an der Kante. Ihr springt die Kante runter, dreht euch einmal um und lauft durch den langen Tunnel bis zur Nebelwand. Und da befindet sich ein Magier, der den Klaffdrachen buffen würde. Den macht ihr jetzt einmal platt und nun kann es zum Kampf gehen. Dieser Kampf ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Der hat es mir nicht sehr leicht gemacht, obwohl ich die Hellebarde auf plus 5 und einen Solaire auf mindestens auch plus 5 dabei habe. Zuerst bin ich ganz eingeschüchtert erstmal zur Seite gegangen. Man weiß ja nie, ne, wie viel ich einstecken kann und sowas. Solaire hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich gehe hin und werde mir erstmal den Schweif abknaps. Oh, schon fertig. Okay. Das war ja nicht besonders schwer. Da haben es mir andere schon schwerer gemacht. Okay, dann ran. Erstmal nicht zu nah ran, weil der Fuß kann einen tatsächlich treffen, wenn er am Laufen ist, aber ich war viel zu weit weg. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel und das war auch schon der Klaffdrache. Ein optionaler Gegner, denn ich habe das ganze Gebiet unten eh schon gemacht, aber was soll's. Bis zum nächsten Mal, ich weiß gar nicht, wo ich da noch dran bin. Mach's gut, ciao, bye bye, euer Gonzo. Ich glaube in Sans Festung. Mal gucken. Bis dann.